Och, Menno. Hi. Ich habe ihn einfach weggeschickt wieder, der wollte Ich wollte da rein. einfach raus. Achso. Und er wollte raus, ich habe einfach wieder drauf gedrückt. Na super. Wo müssen wir hin? Rechts? Kommen wir nicht hin. Hä? Ach, das ist drüben! Wo sind die anderen Ist nur? drüben, ja. Okay, das ist gut, dass wir das gerade weggeschickt haben, das Ding, ne? Was? Ja, töte mich in der Ecke. Hier. Warum? Wie soll ich dich denn töten? Zur Wand. Du bist doch Killer. Warum bin ich Killer? Ich war noch nie Killer. Du hast mich doch gerade getötet. Gerade habe ich dich nicht getötet. Ich habe gerade keinen getötet. Sogar deinen Abend. Was? Du hast Kapau gemacht. Du hast mich getötet. Ohne Spaß jetzt. Ich töte dich nicht. Aber ich denke mal, dass da drüben Leichen liegen. Wollen wir Mit rüber? Sicherheit. Okay, dann gehen Ich wir habe mal gesagt, rüber. mal im Lift drinnen, also. Warten? Ach so, ich muss warten, bis es läuft. Kannst du hier reingehen? Nö. Hallöchen. Hier liegen keine Leichen. Heute liegen keine Leichen? Keine bleichen Leichen. Fuck, ey. Ist das auf der anderen Seite? Yes. Das ist so Blödsinn. Ich fühle mich Mach gerade. ja nichts. Ich bitte dich. Bist du böse? Bitte, warte. Nein, ich bin der Chef. Hi, Zackzer. Ja, Daniel, komm. Was ist denn los? In eine dunkle Ecke und du darfst mich umbringen, okay? Bist du Kanadier oder was? Dass jemand denkt, dass ich Nein, böse bin! ich bin wirklich kein Kanadier. Komm, ich. Was ist denn hier los? Was machst du denn hier? Restart. Ach so, restarten. Also reset. Ich schlafe hier gerade uns. Ich habe eine Leiche gefunden. Das ist bei den Motoren. Da liegt die Kira, die Gute. Wer macht sowas? Die war, glaube ich, AFK. Ja, ich kann es bezeugen. Du kannst bezeugen, dass sie AFK ist. Okay. Ich habe sie angesprochen. Sie hat nicht zurückgesprochen. Ich gehe davon aus, sie ist AFK. Vielleicht war es auch nur Mute. Vielleicht hat sie auch einfach, ist tief in ihren Gedanken drin und fragt sich gerade, was der Sinn des Lebens ist. Das ist natürlich möglich. Gut, aber wer hat sie denn jetzt gekillt? Ja! Ich habe keinen weiter gesehen. Okay. Gut. Ja, War das dann ja? Also ja, ich war's? nee, aber ich war halt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mich voten, wenn ihr wollt. Ich habe das Gefühl, wir sollten ihn voten. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Amarillo sagt, wir sollen ihn voten, aber ich glaube es nicht. Das würde er nicht als Dodo sagen. Vielleicht ist das auch umgekehrte Psychologie. Überspringen wir? Klar. Das würde er nicht als Dodo sagen. Überspringen wir? Sorry. Ja, Sheriff soll Ich töten. würde Patrick voten. Einfach so. Okay. Ich schließe mich der Mehrheit an. Gut. Haben wir das alle geklärt? Wer ist die Mehrheit? Ja, ein Follower. Ja, du hast eine Äußerung getätigt. Ich bin der Patrick. Und jetzt gewonnen. Ja, das wär's. So. Öffentliche Meinung.
Daniel. Was? Das ist... Ich hab das dreimal verkackt. Ich hab's nicht verstanden. Du musst so sehen, du hast da diese Chips. Ja. Du musst sie so anordnen, wie es links steht. Okay. Ich hab das... Ich hab komplett verkackt. Bedeutet aber, dass es wahrscheinlich Xan ist, wirklich. Wollen wir es drauf ankommen lassen? Also, er reicht meine Rolle. Er kann ne. Ja. Wollen wir klingeln und... Wollen wir es versuchen? Oh. Er hat verdient! Also, ich habe gerade mit Amarillo geredet. Er meinte, Xan kann gut lügen. Er meint, Xan könnte es sein. Ich habe auch gerade extra auf den roten Knopf gewartet, falls jemand nicht die Sabotage repariert hätte. Und ich kenne Amarillo seine Rolle. Ja, das ist halt das Problem. Deswegen lebe ich wahrscheinlich noch. Ich habe dir gesagt, dass ich keine Rolle habe. Ja. Das Problem ist halt, Daniel hätte es aber auslaufen lassen. Xera hätte mich wahrscheinlich gekillt. Und du bist halt unberechenbar. Das ist halt mein Problem, weil ich hab. Ich kann keinem vertrauen, weil du halt so unberechenbar bist. Also, wenn das ein gutes Dodo-Play ist, dann kriegt das Zahn jetzt von mir. Was, mit dem habe ich mich doch selber gewotet. Im Voting davor. Dann war es ein gutes Dodo-Play. Ich habe dich jetzt gewotet. Wenn du Dodo bist, dann GG für mich. Ich bin Kenner. Also, es wird gleich lustig. Daniel, fahr rüber. Oder die ganz fahr rüber. Okay. Hi. Amarillo? Ja. So. So funktioniert Sabotage, Leute. Lang lebe der König. Lang lebe der König! Nö, das war's. Easy. Auf die Pflanzen gießen. Tacka, 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 tacka. Hallo, bitte nicht töten. Hallo. Immer wenn ich dieses WD-40 sehe, ne, dann denke ich immer an dieses Simba-Meme. Kennst du das? Also was? Du kennst ja WD-40 bestimmt. Ja, ja, ja. So, da gibt's ein Meme mit Simba und Mufasa, also wo Simba als kleines Kind ist und Mufasa tot ist, ne? So, erstmal steht da, Okay, wir haben ein Esper. Patrick ist gerade vor mir geplatzt. Patrick ist vor mir geplatzt. Wir haben einen Esper. Ich wollte ihm gerade einen Witz erzählen und dann platzt er einfach. Ich glaube, wir konnten nicht aushalten.
Du meinst, du hast dem Kanadier gerade den schlechtesten Witz der Welt erzählt. Das war kein Kanadier. Warum wäre sonst Amarillo tot? Nee, das war kein Kanadier. Ich glaube, Zaxa lenkt gerade von sich selber ab. Ich glaube, Zaxa war es. Und ihn traue ich auch sowas zu, Patrick als erstes den Streamer zu one-shotten. Also, ja doch, also als S-Bank glaube ich, dass du das machen wirst. Patrick wäre dein erklärtes Ziel. Also, weil du Zaxa bist. Ich kenne dich. Gut genug. Pass auf, Daniel. Jetzt will ich wissen, warum brauchst du mir das zu? Du bist hinterhältig, gemein, fies und ja, bei Gus Gus Duck kommt das Schlimmste an dir heraus. Also, ja. Das sagst gerade du nach der letzten Runde, wie du reden kannst zu Liebe. Ja, aber warum soll ich dann sowas machen und sagen, hey, der ist von mir geplatzt? Also, ganz ehrlich, Taktik. Das Schlimmste kommt nicht nur bei Gus. Da stimme ich dir zu, aber Zaxa ist böse. Zaxa ist wirklich böse. Nein. Doch, doch. Also ja, immer, aber... Ihr könnt mich gerne rausworten, wenn ich aber draußen bin, worte Zaxa raus. Egal, was passiert. Okay. Nice. Gefängnis? Nee, Gefängnis gibt's hier nicht, ne? Nee. Zaxa ist böse. Hast du für Zaxa gewotet? Ja. Dann bist du gut. Warst du schon letzte Runde? Ja. Nein, du rennst mich wieder nach. Ich renn dir nicht nach, ich renn dir vor. Ich will meinen Cooldown runterziehen. Ich bin Sheriff. Hab gerade gemerkt, das macht's nicht besser, ne? Du musst hinter mir reporten, falls er da ist. Meinst du, er ist drüben oder ist hier? Es passiert, es passiert. Ja. Oh mein Gott. Ich war eine schöne Runde gerade. Okay. Bisschen ernster Spiel. Easy, Teleporter funktioniert wieder. Ja. Aizan. Hi-Trax, das waren zwei lustige Runden. Ja, es war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch vor mir. vorige Runde der Rächer, also ich wollte nachrennen, weil falls jemand killt, kann ich ihn direkt wegmachen. Hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Lebenserhaltung! Okay, die müssen dahin, wo es wirklich hinkommt, ne? Haha, ich hab dir bewiesen, dass ich gut bin. Wo sind die anderen? Keine Ahnung, hier war gerade Zahn noch. Du bist böse, Amarillo ist böse. Wenn Xan hier war, wieso ist er dann nicht zum Task? Stimmt, Zahn war oben. Ich hab Hallo Zahn gesagt und ja, es ergibt Sinn. Aber die Lebenserhaltung ist drüben, also wo du das Dings kannst, also hier aktivieren kannst, also dir den Code holen kannst. Dafür geht die Runde zu kurz. Jetzt könnt ihr doch wieder mal was erzählen. Daniel? Ja? Daniel, Track, hier oben. Der Monitor zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, durch den Teleporter zu sterben, dieses. Grün. Ja. Wenn. Er kann andere Farben haben. Also, Xan ist gerade vor meiner Nase umgefallen. Er wollte gerade mit mir reden. Als ich antworten wollte, war er tot. Och Gott, nein. Haben sich die anderen beiden zerquetschen lassen, oder was? Ich weiß nicht. Ich dachte, man von Zahn ist. Akira? Wurde nicht zum Dasking rennen. Oder Zaxa, würde ich sagen, sind es. Ich kann sagen, ich bin's Kira nicht. Hat schon... Hier, Schatz. Was? Ich bin schon sonst. Ja, ich muss sagen, was passiert ist. Also, Trax kann es nicht sein, der hat mit mir die Lebenshaltung gemacht. Amarillo kam dann nach, der müsste dann alle drüben schon getötet haben vorher. Nee, Reclaimer und Xera waren hinter mir, als ich mit dem Shuttle gefahren bin. Ich glaube, die wurden vom Shuttle zerdrückt. Du bist der Einzige, der noch lebt.
Ja, dann kann ich beide getötet haben. Es könnte auch noch ein Sheriff-Kill sein. Aber ich denke, Erd, Kira oder Zaxa sind es. Wenn ihr töten könnt, tötet euch gegenseitig. Unterhaltet uns. Wir wollen halbe Gänse sehen. Zaxa will nichts roten. Daniel, wir treffen uns nochmal dort, wo der Monitor war. Vom Telefon. Nee, ich will reden. Okay. Ich komme vielleicht danach zu dir. Wir können uns da treffen. Perfekt. Dann haben wir einen Treffpunkt. Ja, wir dürfen uns ja nicht treffen. Sonst kann der Killer uns nicht töten. Gut, treffen dürfen wir. Hallo. Und SpongeBob durchgefallen. Zufälligerweise am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Aber der kann halt, der Monitor kann irgendwie dann noch gelb und orange werden oder rot. Ja. Und dann ist er halt, so gesehen, gefährlich. Tschüss! Zusammen rumlaufen ist doof. Ah, du bist böse! Daniel? Bitte nicht! Daniel. Ja? Ey, ich weiß nicht, fällt das nicht auf, wenn ich nichts sage? Es fällt auf. Aha. Also, ne? Aber du hast geredet! Aber. Was? Wann habe ich geredet? Hast du nicht gerade in der Runde geredet? Du hast gesagt, hey Kira. Doch, du hast geredet. Nee, hab ich. Wie weggeworfen. Daniel, ich hab wirklich. Oh, Dubi, do I wanna. Oh, Dubi, do I wanna. Like you, stand like you, walk like you, just to be you. Oh, I wanna be. Hi. Scheiße, ich hab den Start verpasst. Im Garten eines Kraken will ich sein. Meine Freundin singen, das ist nicht cool. Ich schwimm hier hin und her, unten im Meer. Im Garten eines Kraken möchte ich sein. Ja, bleibt sie zuerst. Hallo. Bleibt die beiden zusammen, ich hab keinen Bock, das zu hören. Das war Amarillo. Sorry, aber. Oh mein Gott. Das war schön zu sehen. Was macht ihr denn da bitte? Pass auf, die stehen alle auf dem Teppich. Ich hab ihn ja. An der Imposter-Tätigkeit gesehen, hab ihn dann an der nächsten gesehen, da war ich noch alleine und gesagt, komm, lass den Kronleuchter auf mich fallen. Dann kommt Patty und der. Nö. Da stehen wir zu dritt da und Patty stirbt. Ich hab ihn reportet, das ist aber genug. Okay. Klingt plausibel, ich hab. Ich bin gerade dazukommen. Klingt plausibel. Der Herzer wollte drunter fallen lassen. Die habt ihr gesagt, die Sabotage ist da nicht. Ich hab die da nicht. Aber du hast einen schlechten Kill gemacht. Die Sache ist, mir ist sowieso klar, dass ich mitten in der Masse gekillt habe. Das habe ich als Nein, Joke man gemacht. Hat nicht gesehen können. Aber Amarillo, du hast halt so, vorher hast du halt Imposter-Tätigkeiten gemacht. Ja, die Sache ist, die Runde war generell schlecht gespielt. Nee, ich war zweimal Dodo heute. Zweimal Dodo, einmal böse. Und einmal als Dodo gewonnen, einmal als Böser geworden, einmal als Dodo verloren. Das ist heute meine Statistik. Ich habe eine 100% Quote in allem. Sterben vor allem, ne? Ich glaube, du bist jede Runde gestorben, oder? Einmal reset, wenn wir gerade aus der Erdatmosphäre austreten, ist das mein Fehler. Ach so, das kann jedem mal passieren. Es tut mir leid, das mit anzuhören. Dann sterben wir halt. Deswegen habe ich noch die Axt im Schädel. Er kann sagen, ich bin der Dumme. Ich hab das Verklönen in der Atmosphäre leider umgehen können. Also, kein Weltuntergang. Nee, pass auf, ich stelle mich hier in die Ecke, ich sehe nichts und Lang lebe der König. Hier sind die Kameras. Oh, Kanada. Ich hab die noch nie gesehen. Ne? Echt nicht? Die hat mir Zang gezeigt. Deswegen stand er hier die ganze Zeit. Ich hab die noch nie gesehen. Witzig. Ich schau dir mal über den Rücken, wie du zuguckst, ne? Guck
Guck mal, Patrick kommt da jetzt. Ja, da ist Patrick. Oh, ja, geil. Hey, guck mal, wie er um den Tisch rennt. Er rennt im Kreis. Er rennt im Kreis. Und ich... Er weiß nicht. Ah! Ah! Hallo. Zan war da? Hallo. Ja. Hallo. Ja. Okay, passt. Ich war gar nicht sicher, Patrick? Ob er mich hört. Ja. Patrick, hatte das einen Grund, warum du zweimal im Kreis gerannt bist? Und dann am Tisch stehen geblieben bist? Hä? Im Tisch liegen geblieben? Du bist zweimal um den Tisch gerannt, bevor du den Knopf gedrückt hast. Zack, ich habe dich beobachtet dabei. Ich habe Knopf gesucht. Kann es sein, dass du Zan getötet hast, deswegen hast du reported und hattest Angst. Warte. Darf ich das logisch erklären? Kann es sein, dass du böse bist, Patrick? Weil wir waren, und dass du Angst hattest, dass unter uns Zan ist vielleicht, der tot ist? Deswegen hast du reported? Hä? Ich wollte nur schauen, ob mich hört. Ich kann Daniel die ganze Zeit heute ab. Also, hätte ja sein können, Zan ist ja tot. Naja. Ich fand das sehr witzig, wie er einfach zweimal um den Tisch gerannt ist. Ja, das war auch nicht gerade schlecht. Ja, wir gönnen dir den Sieg, Patrick. Ich bin aufgeschreckte also, Gans. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, da auf der einen Seite möchte ich Daniel voten, auf der anderen Seite möchte ich Friedhelmer voten. Alle drei sind noch drin, die du voten würdest. Zuerst habe ich Zan getötet und danach habe ich meine Axt in Amarillo stecken lassen. Nee, die hat ja vorher drin, das ist Dekoration. Alter. Einfach drei Boots. Man kann ihn doch nicht so früh rauswerfen, den armen Jungen. Hätte ich meine Drohung wahrgemacht, wäre er draußen. Hi. Bist du böse? Hi, ihr seid so leise. Wir sind so leise. Können Sie mich hören? Ich dich schon, ja. Warum kann er mich nicht hören? Oder uns? Vielleicht, weil er am Laptop ist. Ach so. Bist du am Laptop, Trax? Möglich. Ich weiß nicht, wie das... Ich bin unten im Meer. Keine Ahnung, wie geht das doch mal mit Ariel, das Lied? Den Rhythmus habe ich gar nicht mehr im Kopf. Mensch, ich... Will ein Mensch sein? Nein, ich meine das unten im Meer mit Sebastian. Unter dem Meer. Unter dem Meer, ja. Komm, Basti, komm nach unten. Ah, nee, nicht Basti, Trax. Hi. Hi. Du bist tot? Wer hat dich getötet? Du hast so schon alles gut erklärt. Emo, bevor ich auf Daniel zukomme, ich hatte mich gerade eben, als ich halt die zwei Leute gefragt habe, ob ich die Killer sind, wie Patrick, der irgendwie so fragt, bist du Thaddeus? Keine Sorge, ist das schwierig. Also, ist da eine große Kappe? Das Ding ist, ich glaube, Patty und Xera kann ich rausnehmen, weil gefühlt standen, also ich bin in den Raum gekommen und gefühlt standen die beiden da schon seit Spawn und haben miteinander gequatscht oder so, keine Ahnung. Es ist gerade noch Kira Chiller mit Daniel unterwegs gewesen. Ja, die auch halt bei den Motoren. Ja, wir haben gesungen und ich kam dann in den Raum, wo die vier Leute drin standen. Also ich finde, also Amarillo ist halt außer Replay und Xera der letzte, die ich gesehen habe. Ich lebe noch, aber wir haben Amarillo und ich haben uns am Anfang der Runde gesehen. Das heißt, er hatte noch keine Chance, mich zu töten. Aber Amarillo. Amarillo war mit uns und hat uns noch gesagt, dass wir ihn raussaugen. In einen Raum da unten. Mhm. Man kann das machen. Wird jetzt Daniel umbracht? Stimmt, der hat Daniel noch gelebt, oder? Oder. Nee, war das Riclaim oder Daniel? Ja, Patty kann ich, glaube ich, auch rausnehmen. Wo war eigentlich Trax? Ja, ich war alleine unterwegs. Ich habe kurz Daniel und Kira gesehen. Dann war Daniel tot. Wow. Wo kommen die Votes her, Alter? Danke, Merkel. GZ? Danke für den Sieg. Amarillo.